bin bei meinem letzten Kilometer angekommen. Ich habe halt keinen Erfahrungswert mit diesem Auto, ne? Guten Morgen und willkommen zu meinem vierten Tag ohne Strom. Ich muss mich erstmal in die Dusche schieben, weil gestern die 40 Stockwerke waren doch ein bisschen schweißtreibend. Also muss die kalte Dusche sein. Die elektrische Zahnbürste ist degradiert worden zu einer Zahnbürste. So, also muss ich selber schrubben. So, und nun folgt mein Kampf mit der Dusche. Das müsst ihr nicht miterleben. Der Strom ist ausgefallen, aber meine Kreativität und Eitelkeit nicht. Mein Pulli ist mir zu knittrig, so will ich nicht in den Tag starten. Ausnahmesituation muss man Ausnahmelösungen finden. Ja. Vielleicht muss ich noch näher dran halten. Oh, da steigt Dampf auf, das ist nicht gut. Oh, zwei Kerzen. Ah. Ja gut, jetzt habe ich es natürlich rußig gemacht hier. Ja, wenn ich da jetzt raufgehe, dann habe ich mir den Pulli versorgt. Toll. Gut. Dann muss ich wohl knittrig rumlaufen heute. Hilft nichts. Hier ist also meine nächste Challenge von Uniper für mich. Guten Morgen, Alex. Vierter Tag, vierte Challenge. Es geht ja in dieser Woche um Strom. Deshalb dachten wir, es ist auch mal spannend, etwas zur Geschichte der Elektrizität zu erfahren. Ja, doch, warum nicht? Besuche das Museum der Elektrizität in Hamburg. Hamburg, ja, wer kennt's nicht, direkt neben Berlin. Das Elektrum, hier die Adresse, Harburger Schlossstraße 1 in Hamburg. Morgens hin, abends zurück. Irgendwie werde ich die Challenge schon meistern. Mein Roadtrip geht los. Wir sind in Berlin. Es muss nach Hamburg und zurückgefahren werden. Ich habe 427 Kilometer Reichweite hier drauf. Nach Hamburg sind es ca. 300. Wird also sehr eng. Ich werde langsam fahren, dann spart man Energie. Ihr seht es am Mantel, die Heizung ist auch aus. Also ich versuche es so effizient wie möglich zu gestalten, um mir die größtmögliche Chance zu geben. Packen wir es an. Harburger Schlossstraße. Also wir sind angekommen, aber nur noch 60 Kilometer Restreichweite. Der Rückweg, der Rückweg. Naja. Und da bin ich beim Elektro. Hallo. Hallo, herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Hi, ich bin Alex. Hallo, ich bin Margot. Schön, dass du Margot. Da bist. Danke, ich bin da, um was über Elektrizität zu lernen. Ich habe gehört, dass ihr ein paar Schmuckstücke habt. Ja, da bist du genau richtig bei uns. Okay. Wollen wir los? Ja, gerne. Wenn man die Etage ein bisschen tiefer geht, sieht man das Heliolux. Und das ist so ein Heilgerät. 9 von 10 und es ist oh, ja. Und das ist ein Schrank von 1900. Die Sonne scheint nicht, der Wind bläst nicht. Da muss man halt die traditionellen Kraftwerke haben, damit dann die Netzfrequenz auch stimmt. Dann kann dann halt dieses Gleichgewicht so nach rechts oder links abkippen, dass wir ein Blackout haben. Das wollen wir alle nicht, das wäre Krisensituation. Ich fand es spannend zu sehen, was es für vielfältige elektrische Geräte schon auf dieser Welt gegeben hat vor meiner Zeit und wie lange eben Strom schon eine wichtige Rolle für die Menschheit hier spielt. Und für mich spielt Strom auch eine wichtige Rolle hier bei dieser Heimfahrt nach Berlin. Und das Auto weist mich auch darauf hin, dass bei kalter Witterung die Batterie deutlich weniger Energie liefert. Und das Auto empfiehlt mir, die Batterie zu laden. Ja, wird spannend. Ich habe den Tempomat auf 100 eingestellt, Tempolimit ist auch 100. Also ich behindere den Verkehr nicht, sondern schwimme mit bis zum bitteren Ende, das dann wohl in ca. 29 Kilometern wartet. Also ich bin wirklich ein abgebrühter Elektroautofahrer und ich habe auch schon viele knappe Sachen gemacht. Aber langsam merke ich die Aufregung so, weil ich halt weiß, dass ich es bis zum Ende leer fahren werde. So, es geht ja nicht anders jetzt. Muss! Die Entscheidung ist gefallen. 8 Kilometer Restreichweite und ich drücke jetzt mal voll durch, der beschleunigt halt kaum mehr. Das ist jetzt gedrosselt schon von der Leistung. 7. Ich bin bei meinem letzten Kilometer angekommen. Ich habe halt keinen Erfahrungswert mit diesem Auto, ne? Hier ist eine Ausfahrt. Mein Herz schlägt auch ein bisschen, ne? Also wir fahren raus. Eieieiei.
Ja, hallo, ich habe eine Panne, ein kleines Malheur. Ich bin mit meinem Auto liegen geblieben und bräuchte einen Abschlepper. Servus, danke fürs Kommen. Ich bin liegen geblieben im Elektro. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da fährt mein Auto ohne mich davon. Ich muss schauen, dass ich weg von diesem Parkplatz-Rasthof komme. Richtig dumme Sache, ich war in ein Elektroauto, mir ist der Akku leer gegangen. Fährst du zufällig nach Berlin und hast Lust auf einen dritten Beifahrer? Nee, sorry, ich fahre nicht nach Berlin. Okay, alles klar. Entschuldigung. Ja, gute Fahrt euch nach. Danke. Du, sorry, ein kurzer Überfall. Ich bin mit dem Elektroauto unterwegs und der Akku ist mir leer gegangen. Fährst du zufällig nach Berlin, okay. Und kannst mich mitnehmen. Ich bin ein netter Beifahrer. Netter Beifahrer? Na, ich bin eh alleine unterwegs. Ich spring rein, der Blaue da. Tausend Dank. Und das heißt, du bist jetzt auf mich angewiesen, dass du da hinkommst? Ich bin auf wohlwollende Mitbürger angewiesen. Also ich habe die Woche schon mich immer auch durchgefragt, weil mein Handy ist halt leer, ne? So, dann habe ich da kein Kartenmaterial, so, dass ich zum Navigieren benutzen könnte. Oder jetzt ist mein Akku leer. So. Wenn so eine Ausnahmesituation ist, dann bist du so ein bisschen auf die Mithilfe von anderen angewiesen. Also du bist so ein bisschen abgeschnitten, so ein bisschen soziale Isolation. Ich habe mit meinen Freunden seit 4 Tagen eben nicht geschnackt, meine Familie nicht. Ich verfolge Nachrichten nicht wirklich. Also das ist schon ein anderes Leben. Heute war ein spezieller Tag für mich als Elektroautofahrer. Das erste Mal ohne Strom im Akku liegen geblieben. Natürlich eine besondere Situation. Ne? Wir haben es auch ein bisschen drauf ankommen lassen. Ich bin von Berlin nach Hamburg gefahren und nochmal ein gutes Stück zurück, bevor dann eben der Akku leer war. Und da war natürlich Ladestation. Ich durfte sie halt nur nicht benutzen. Ansonsten im Elektrum mal wirklich was über Strom gelernt. Ist wichtig. Ansonsten nutzt man Strom einfach so selbstverständlich. Drückt auf irgendeinen Schalter, auf irgendeine Fernbedienung. Weiß aber eigentlich kaum irgendwas darüber. Das war's von heute. Ihr kennt die Routine: Kerzen, Buch und dann schlafen. Buenas noches. Hallo. Ich nehme bitte 2 Zwiebeln. Konstruktion ist stabil. Schaut mal her. Das fängt an, gut zu riechen hier.